Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Rose Multiplayer Schlacht. Wir sind auf der Karte Schwerkraftmittelpunkt. Das ist mal wieder ein Replay, was Destroyer mir geschickt hat. Ja, okay, und da halt Destroyer sehr oft mit JGC und auch mittlerweile mit TBN spielen, sind die halt wieder mit im Gegner und im alliierten Team drinne. Ja, ich denke, schauen wir uns die Teams an und starten gleich. Also Team Blau haben wir unten, Dosas als ein Ami, in der Mitte haben wir Destroyer als ein Brite, links haben wir 4E FTE als ein Deutscher. Ich weiß gar nicht, ob die sich alle kennen oder so. Ich denke mal, vielleicht eher nicht, aber man weiß es nicht genau. So, Team Rot haben wir rechte Seite, Eternal als ein Ami, in der Mitte haben wir Don King als ein Brite und links haben wir Yuppie Star als ein Russe. Ja, ich denke, ganz faire Teamverteilung eigentlich, das passt schon. Da kann man sich schon gegeneinander wehren. Ich denke, wir starten einfach mal gleich und gucken, was passiert. So, wir haben hier einiges am Blitz auf der Seite. Mit ein paar Signalfeuern, die zeigen wollen, was jetzt abgehen soll. So, wir gucken mal, was passiert. Also, linke Seite, der Deutsche holt sich 3 Nachschubdepots, Panzerbasis nach vorne. Destroyer holt sich 1 Nachschubdepot, 2 Flugfelder. Okay, er möchte schnell forschen und alles drum und dran. Rechte Seite, Dosas holt sich 3 Nachschubdepots. UHQ nach vorne, Kaserne hierhin. Und Kaserne hierhin, um Destroyer zu schützen. Vollkommen okay. Cooles Teamplay, passt schon. So, rechte Seite Team Rot haben wir Eternal in Ami. Holt sich 3 Nachschubdepots, Kaserne hinten, um gleich Willys zu pumpen. Nach vorne UHQ, alles klar. Don King in der Mitte macht genau wie Destroyer 2 Flugfelder, Luftabwehrbar, ein Nachschubdepot. Yuppie, der Russe hier hinten, holt sich 3 Nachschubdepots. Und ein UHQ nach vorne, alles klar. Ich sehe schon, hier ist Scheinflieger draußen von Don King. Da wird dann wohl einiges gleich in der Luft sein. Mal gucken, ob das Destroyer das auch gleich macht. So, hier kommen jetzt schon die ersten Scheinflieger an. Die zwingen vielleicht den einen oder anderen dazu, hier Tarnnetz zu nehmen, obwohl das nicht hätte gebraucht. So, Destroyer hat mittlerweile schon Spitfire, aber ich denke, Don King, nee, er pumpt erstmal. Achso, das ist ein Scheinflieger, meine ich. Okay, Don King hat aber auch schon Spitfire. Okay, ja. Destroyers Flieger tun automatisch jetzt auf die Jagdflieger, auf die Scheinflieger losgehen, was schon nervig ist, das ist ganz klar. So, Dosas macht den Willy-Spam, vollkommen richtig so. Er hat die billigsten und besten Aufklärer vom Team jetzt hier. Deswegen übernimmt er halt diesen Job und Aufklärung ist ja sehr, sehr wichtig, wie wir wissen. So, wir kommen jetzt einige Spitfire auch bei Don King in die Luft. Destroyer hat natürlich auch seine oben. Ja, Destroyer geht gleich auf die Aufklärer los. Don King wird es jetzt, glaube ich, ähnlich machen. So, ja genau, Don King holt jetzt auch Aufklärer weg, vollkommen richtig so. So, hier hinten tut jetzt Eternal einfach mal 2 Bofors raus, was ich auch sinnvoll finde, weil die holen jetzt dann die Scheinflieger weg, falls Destroyer welche raus hat. Ne, hat er noch nicht. Aber sie unterstützen ein bisschen Don King, das passt dann auch. Aber unbedingt notwendig wären es jetzt, glaube ich, nicht gewesen. So, Dosas fängt jetzt hier an. Achso, nee, ich meine 4 FTE. Fängt jetzt an, Scheineinheiten zu pumpen. Auch gut. Natürlich, klar, wenn man genau darauf achtet, kann man sie erkennen, aber das macht man nicht unbedingt immer. So, Destroyer snappt ein bisschen Luftabwehr weg, finde ich auch richtig so. Natürlich wird er jetzt abgefangen, denke ich mal, von ein paar britischen Fliegern und wird auch einen verlieren. Ja, hat er auch. Na gut, trotzdem war es ein Versuch wert. Der Deutsche tut gleichzeitig auch einen richtigen Tiger rauspumpen. Ja, Dosas hat überall seine Aufklärer schön verteilt, an verschiedenen Stellen, überall im Wald, um einen großen Sichtradius zu haben. Hier hinten sehe ich gerade, der Russe holt sich mal ein bisschen Pax raus, warum auch nicht. Er sieht halt einige Panzer herkommen. Ah, Dosas macht jetzt genauso einen Scheinangriff mit Infanterie, alles klar. So. Gut, die Luftmänner beide tun jetzt erstmal Flieger sammeln. Don King hat einige Flieger schon in der Luft. Ja, Team Blau nimmt die vorderen Nachschubdepots, Team Rot natürlich auch. Ja, Destroyer hat eben mit 3 Stücken Aufklärer im Wald gesniped. Oh, jetzt kommt Don King mit seinen Fliegern und möchte wahrscheinlich Destroyer einiges wegnehmen. Ja, definitiv will Don King jetzt Destroyer seine Luftflotte ausmerzen, denn er verfolgt die blinkenden Flieger, die alle leer sind. Die können sich gerade nicht wehren. Vollkommen richtig so, sehr gut gemacht, schön aufgepasst. Jetzt wird er auf jeden Fall ein paar Flieger abräumen, denke ich mal. Ich glaube, 2 hat er erwischt.
Gut gemacht, hat sich gelohnt. So, Dosat holt jetzt ein bisschen M16 raus. Finde ich auch okay. Gegen Scheinflieger und so und kann ein bisschen Destroyer supporten, der jetzt gerade ein bisschen im Nachteil ist mit der Luftflotte. So, hier vorne die Tiger machen den Job. Die tun schön die Pack zerstören. Und rücken auch eventuell vielleicht mal gleich vor. Sehr schön. Dosat hat Destroyer gerecht, hat auch eine Spitfire getötet. Haben sich schon die M16 gelohnt. So, ah, hier wurden jetzt zwei Flieger von Don King wieder zerstört. Ja, die Scheinpanzer gehen jetzt die Rechtsseite lang. Aber ich denke, mittlerweile wissen Team Rot, dass das Scheinpanzer sind. Ne, finde ich gut, die beiden Tiger hier sind eine Hausnummer. Die tun schön die Luftabwehr töten und auch alles, was so ankommt momentan. Natürlich forscht wahrscheinlich der Russe hier drüben auf irgendwas, um was gegen die Tiger zu haben. Ja, da ist es schon. SU-100, vollkommen okay so. Mit Infanterie supported oder so kann das schon sehr stark sein. Ja, Dosas verteilt jetzt überall kleine Häufchen von Luftabwehr. Finde ich auch ganz okay so momentan. Dann hat man sie halt mal stehen. Und hat definitiv Destroyer einiges an Vorteil, falls ein Luftkampf über die Luftabwehr ist. Okay. Hier hat jetzt Don King schon Typhoons geforscht, hat auch eben gerade mal einen Tiger weggeholt. Ja, Dosa seine Scheineinheiten und die von FTE rennen überall rum, lustig. Ja, jetzt sind schon drei, ne, zwei SU-100 auf dem Feld. Ja, Destroyer sniped ein bisschen was weg. So, Tiger ziehen sich erstmal zurück. Sehr gut, Destroyer, wie gesagt, immer weiter auf die Aufklärer losgehen, das finde ich vollkommen richtig. Ah, ich laufen ja zwei Wolverines rum, süß, okay. Gut. Okay, Don King hat schon mal Performer zwei Typhoons draußen. Uiuiui, das war knapp. Hier ist jetzt ein Truck auf dem Weg zum Nachschubdepot. Eigentlich tut der Typhoon ihn gerade anvisieren, aber es wurde Tarnnetz gewirkt, deswegen sieht er den Truck nicht mehr. Sonst wäre er jetzt weg. So, die beiden Luftmänner formieren sich über ihren Teams, damit die Luftdeckung bieten können, aber ich glaube, Destroyer greift jetzt ein bisschen an. Ja, er wollte einen Truck holen, sehr schön gemacht. Ja, ein paar der Spitfires sind natürlich irritiert und fliegen jetzt einfach irgendwo hin. Aber gut, trotzdem, ein Truck wurde gesniped, das ist sehr wichtig. Nee, nicht nochmal, oder? Scheiße, schieß drauf. Er sieht den Truck nicht. Okay, schade. Jetzt fokussiert er sich auf die Aufklärer, auch eine gute Idee. So, hier drüben, FTE hat auf King Tiger geforscht. Das ist auch eine gute Endlösung. Denn die kann man immer gebrauchen, das ist ganz klar. So. Gut, SU-100 dringend vor, zusammen mit Infanterie. Ui, jetzt kommt Don King rein und will Destroyer ein bisschen nerven. Und auch ein bisschen die M16 snipen, richtig so. Er geht als Truppe rein. Vielleicht, ja, Destroyer kann jetzt nicht einfach hinterhergehen, weil überall Flak im Wald ist hinten. So, Infanterie vorne raus, hinten weg Panzerzerstörer. Ah, das war das Gebäude. Der Russe hat sich eine Kaserne hier in die Mitte gebaut. Da kann er schön Infanterie durch die Mitte pumpen. Ist auch okay so, weil wenn es eine Riesenmasse ist, können die King Tiger auch nicht so viel Splash Damage machen, um alle zu töten. Dosas hat mittlerweile auch geforscht, denke ich mal. Ja, hat er auch, er hat schwere Infanterie draußen. Destroyer hilft auch mit beim Snipen gegen die Infanterie. Zack. Ja, Don King snipet auch ein bisschen was weg. Er hat seinen Typhoon verloren, das ist natürlich schon ärgerlich. Genau, Dosas hält die Stellung mit seinen Infanteristen. Dadurch kann der Deutsche sich besser aufbauen. Destroyer holt auch an Luftwaffe weg, was er kann. Ja, und jetzt sieht man, Luftabwehr ist sehr nützlich. Die holt auch ein bisschen Flieger mit runter. Hier schleichen sich mal ein paar Infanteristen vorbei, kann ja mal klappen, aber ja, hat der Russe schon gesehen. Ja, Destroyer sehr aktiv mit seinen Fliegern gegen die Infanterie, ist auch richtig so, weil die Masse muss weg, weil hinten dran sind ja auch SU-100er. So, Destroyer hat mittlerweile Bomber draußen, sehe ich. Auch richtige Entscheidung, kann er schön gegen die Infanterie aushelfen. Ja,
Problem erledigt. Der zweite Bomber könnte jetzt schön auf. Ja, das macht er auch jetzt. Er tut seine Flieger erstmal über der Kaserne schweben lassen und die holt er jetzt auch weg mit seinem Bomber. Sehr gut gemacht. Dann kann er jetzt erstmal keine Infanterie, weil die Mischung Infanterie und S-100 ist schon ziemlich stark. Nur mittlerweile hat natürlich auch der Deutsche einige, obwohl drei King-Tiger draußen und es werden auch ständig mehr. So, hier drüben schleicht sich der Russe ein bisschen lang. Ne, das sind der Ami. Mit bisschen Rangers schleicht sich durch. Will ein bisschen Schaden am Nachschub machen wahrscheinlich hier. Hier formieren sich immer mehr SU-100. Ein bisschen Mini-Häufchen Infanterie immer. Gut. Ja, okay, drüben reagiert FTE mit Panzer 3 gegen die Infanterie, die kommt. Aber das Nachschubdepot wird, denke ich mal, drauf gehen bei der ganzen Geschichte. Ja, Destroyer schon mit seinem Bomber bereit. So, hier gibt es einen Angriff. Oder? Ne, also hier drüben holt sich TBN, Don King, den ganzen Kram im Wald weg. Hier tun jetzt die Infanteristen mit SU-100 vorrücken. Ja, sehr gut, weil wenn jetzt nämlich die Infanteristen hier tot sind, kann einfach ein Infanterist vorgehen und die Panzerzerstörer zurückdrängen. So, beide Luftnationen schießen die ganze Zeit auf Bodentruppen. Nochmal eine Kaserne, alles klar. Ja, Kaserne, Panzerabwehrbar. Ah, okay, zwischenzeitlich hat der Army hier auch Super Pershings geforscht. Super Pershings mit SU-100 ist schon ziemlich stark. So, Destroyer hat wieder wahrscheinlich den Bomber geholt, um die Kaserne wieder zu töten. Der erste hat nicht gereicht, aber der zweite wird reichen, denke ich mal. Ja, passt schon. Gut, ich sehe gerade, Dosas hat sich eine Panzerabwehrbasis geholt. Vollkommen okay. Dann kann er zum Beispiel, ja klar, Jacksons sind nicht die stärksten von der Rüstung, aber da kann man eine Masse aufbauen, weil sie billig sind. Und das kann dann schon den Deutschen unterstützen. Oh, Don King will mit seinen Typhoons angreifen. Aber der Destroyer ist auch reingeschossen, hat versucht die abzufangen, hat er auch irgendwie geschafft. So, Super Pershings kommen vor. Denn die S-100 sind schon tot. Ja, aber es sind einige King-Tiger mittlerweile auf dem Feld. Ja, ich denke, Dosas forscht jetzt auf Jacksons oder so. Ui, jetzt kommt hier hinten bei den Russen Pushka. Vollkommen richtig momentan. Die möchten ja die vorderen Gebäude weg. Ich meine, das hätte er vielleicht ein bisschen früher draußen haben können. Während des Angriffs. Da war nämlich auf jeden Fall Sicht auf Gebäude. Aber Pushkas zu haben ist grundsätzlich nicht verkehrt. Denn die haben hier keinen Russen, die Leute. So, King Tiger formieren sich ein bisschen weiter nach vorne, um die Pershings zurückzudringen. Das Destroyer tut mit seinen Jagdfliegern wegholen, was er kann. An Infanterie vor allem, dass die nicht irgendwie sich lang schmuggelt oder sowas. Ja, die Pushkas haben schon das Nachschubdepot zerstört und ziehen jetzt, glaube ich, auf das Nachschubdepot. Klar, durch die Streuung der Artillerieschüsse kann es schon sein, dass auch Gebäude dabei draufgehen. Naheliegende. So, hier kommt ein bisschen Infanterie, um wahrscheinlich die Flaks im Wald zu töten und so. Ja, genau. Jetzt kommen hier ein paar Jacksons und die kann man auch schön spammen, das passt schon. So, schauen wir mal was. Wir haben jetzt hier Admins. Wir haben einen Admin hier, zwei hier, eins hier. Team Rot haben wir. Okay, noch da ist ein Admin, alles klar. Gut, man muss sagen, Team Rot konnte wahrscheinlich auch wirklich besser die Nachschubdepots bisher abzwacken. So, Luftmänner bauen sich wieder ein bisschen auf. Ich sehe Destroyed mittlerweile auch Typhoons draußen. Das ist immer praktisch, um dem Team zu helfen. So, Super Pershings werden auch nicht weniger. Jetzt fängt hier die russische SU-100-Produktion geht weiter. Ja, Don King greift jetzt wieder ein bisschen was an mit seinen Typhoons und Spitfire. Sehr schön gemacht. Ich denke mal, Destroyer wird jetzt auch ein bisschen was abfangen. Ja, will er auch. Er will auf jeden Fall nach Hause fliegende Flieger mitnehmen. Und wenn das Typhoons sind, lohnt sich es in jedem Fall, auch wenn der Flieger stirbt. Okay, hier kommen jetzt die Super Pershings rüber. Um die King Tiger aufzuhalten, weil die einen Vorstoß wagen. Jetzt kommen ein bisschen Jacksons dazu, um zu helfen. Okay, Infanterie vorne weg und hinten weg wieder die SU-100er.
Ja, Destroy kommt jetzt mit seinen Typhoons und Spitfire rein. Obwohl, das war jetzt erstmal nur Spitfire. Ja, Dosas räumt ein bisschen die blinkenden Einheiten ab. Ui, jetzt kommen die Jackson, ich meine die Superbrigands auch von vorne. Destroyer räumt ein bisschen die Luftabwehr hier im Wald ab. Ja, okay, ich finde, also Dosas macht das richtig gut. Er hat überall einen Halbkreis an Aufklärern. Und schön verteilt, dass kein Splash Damage alle kriegen kann. Und das ist gerade ein gutes Ding, weil Aufklärung ist auf jeden Fall vorhanden. Man sieht also genau, was auf einen zukommt, von welcher Richtung und von wo und von was. So, jetzt kommen hier einige Super Pershings an. Destroy kommt jetzt mit seinen Typhoons mit ins Spiel und hilft auch mit. So, hier hinten wurden jetzt einige Admins nachgebaut. So, der Deutsche probiert jetzt so viel wie möglich King Tiger nachzubauen. Destroyer kommt mit seinen Typhoons. Okay, sehr gut. Die Typhoons werden ordentlich fetten Schaden machen jetzt. Okay, und schon sind die Pershings alle fast weg. Ja, jetzt noch zwei King Tiger da und hier kommen auch die nächsten wieder rüber. So, ich denke mal, die Gefahr von den Super Pershings ist bald gebannt. Genau, jetzt sind auch einige Jacksons auf dem Feld. Kommen auch immer mehr nach. So, jetzt kommt hier wieder ein bisschen was durch die Mitte. SU-100, bisschen Infanterie und so. Ja, die Pushkas schießen natürlich auch immer weiter von hinten, was sehr, sehr nervig ist. Vor allem auch für die M16s und die ganzen Bofors und so. Okay, Infanterie kommt ganz nah. Okay, Dosa zieht sich zurück mit Blitz. Oh, übel, hoffentlich klappt das. Der Tiger könnte mal anfangen zu schießen, muss ich sagen. Oh, jetzt werden hier auf jeden Fall ein paar Jacksons getötet. Schade. Aber gut, man kann nicht immer auf alles achten. Haben sie gut gemacht. Massiven Infanterie-Spams kann manchmal auch helfen. Okay, der Destroyer snappt jetzt ein bisschen was weg. Hier kommt jetzt ein fetter Haufen Infanterie weiterhin an. Die Pushkas schießen immer schön weiter auf die M16 und alles drum und dran. Ja, am Blitzfanatismus, das ist ziemlich gefährlich, wenn so viele Infanteristen sind. Destroyer snappt auch ein bisschen mit, so gut es geht. Sehr gute Entscheidung, finde ich. Hier kommen jetzt auch noch Panzer 3 dazu. Und Destroyer holt jetzt Bomber raus. Ja, okay, die Gefahr ist gebannt, auf jeden Fall. So, mittlerweile, durch den ganzen Verteidigungsprozess, hat ja der Deutsche schon ein paar Panzer draußen. Destroyer hat ebenfalls einige Typhoons draußen, habe ich eben gesehen. Wo sind sie? Hier hinten sind schon mal 3 plus 4. Ja, das ist ziemlich stark. Der kann jetzt natürlich schon die Panzer abpflücken. Und danach können die King Tiger eigentlich vorrücken, ehrlich gesagt. Ja, und der holt die M16 mit seinen Spitfires dann noch gleichzeitig weg. Okay, jetzt ist nämlich ziemlich viel Platz hier vorne. Jetzt könnten eigentlich schon die King Tiger und so weiter mit Infanterie zusammen vorrücken. Mit Luftunterstützung könnte das ziemlich fies enden, weil jetzt sind die Einheiten ziemlich wenig geworden bei Team Rot. Aber warum nicht? Die haben halt einen All-In-Angriff versucht, aber Team Blau hat schön verteidigt. So, ja, jetzt formiert sich, Dosas geht auch mit Infanterie und Jacksons und Aufklärern natürlich und auch ein bisschen Luftabwehr. Ja, das ist jetzt eine starke Nummer. Die King Tiger muss man erstmal töten können. Und wenn die jetzt einfach hier hinten reinfahren, hier sind zwar viele Packs im Wald, aber das Destroyer sieht die auch schon und wird auch schon drauf losschießen. Ich denke mal, da wird auch bald ein Bomber kommen dafür. So, hier hinten schmuggelt sich ein bisschen Infanterie durch, aber die müsste, denke ich mal, aufgehalten werden auf Dauer. So, hier kommen einige schwere Bomber. Ich meine mittlere Bomber. Ja, für die Infanterie wahrscheinlich, richtig. Ja, ich denke mal, Dosas will noch nicht unbedingt die Gebäude zerstören, FTE auch nicht. Damit vielleicht die Gebäude eingenommen werden können, aber auf Dauer scheiß drauf, einfach durch. Obwohl, die Packs hier im Wald sind gefährlich. Ja, Destroyer hat jetzt die Infanterie getötet. Jetzt kommt Dong King mit seinen Bombern, um die Infanterie des Gegners zu zerstören. Richtig so. Oh, jetzt kommen einige Typhoons an. Uiuiui.
Ja, okay, jetzt sind die Gebäude kaputt, jetzt würde ich auch einfach durchfahren. Die Packs sind auch mittlerweile alle weg. Drüben kommt massives Infanterie von Dosas, aber der Russe hat es gesehen und pumpt nach. Aber Dosas hat auch einiges. Okay, gut, jetzt haben sie es eingesehen, glaube ich, weil das ist schon. Hier sind einige Tiger übrig in der Mitte. Hier links kommt Jacksons mit Panzer, mit Infanterie durch. Destroyed Lufthoheit. Okay. Ja. Ne, fand ich auch ein richtig cooles Spiel von beiden Teams. Mal wieder ein wildes Ding. Also vielen Dank an alle. Mir hat es wieder mal gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Und dann halt bis zum nächsten Mal. Ciao.